Herzlich willkommen bei All Wheels Outside. Wie ihr seht, fährt der Duro ohne Kabine durch die Gegend. Was ist da denn passiert? Wir haben uns entschlossen, für den Duro eine neue Kabine bauen zu lassen. Dazu musste natürlich die alte zunächst abgenommen werden. Unser Freund Markus hat uns dabei sehr geholfen. Wir sind schon am Abend vorher angereist und durften bei ihm in der Halle übernachten. Den Duro hatten wir dazu schon ziemlich ausgeräumt und nur noch das Notwendigste dabei. Zunächst gibt es aber noch eine kleine Roomtour, denn das wurde bisher immer vermisst. So, hier kommen wir in den Duro rein. Küchenzeile, die Sitzecke und da hinten das Bett. Das habe ich schon mal gefilmt, wie wir das aufklappen. Ich glaube, das werde ich dann hier an dem Punkt einschneiden. Anderen Seite unsere 80 Liter Kühlbox. Hier können wir etwas anheben, dann kann die Kühlbox rausgezogen werden. Und man kommt prima da dran. Der Kleiderschrank. Küchenzeile. So sieht es da unten drin aus. Dann gibt es hier natürlich jede Menge Schubläden. Doppelspüle von unserem Gaskochfeld. Selbstgebautes Gewürzregal und im vorderen Teil ist quasi der alte Kofferraum, wenn man so will. Ein bisschen Krümel liegt noch da. Auf der Rückseite Elektrik zu erkennen. Hier waren die Campingstühle drin, die Tische, verschiedene Euroboxen mit allem möglichen Gerümpel, was man halt so braucht. Unten haben wir unser Elektrofach, Batterien, 2x170 Ampere zu 24 Volt System, da der Wechselrichter, 1200 Watt Sinus, Solarladegerät und so weiter. Der ehemalige Klimaraum. Badezimmer, Portacotti, Waschbecken, kleiner Spiegelschrank. Hier unten unter dem Schrank befindet sich die Webasto Standheizung. Sitzflächen rechts und links ist jeweils ein Wassertank verbaut. Den können wir hier kurz sehen. Das sind 120 Liter auf jeder Seite. Und davor ist auch noch ein bisschen Platz. Stauraum, genauso wie oben drauf, kann man auch ein paar Kleinigkeiten unterbringen. Und da im Heck
würden wir lieber so Pumpe. Der letzte Parkplatz des Duros mit seiner original englischen Kabine. Und los geht's. Alle Schrauben lösen. Dann wird der Duro rausgefahren und die Kabine abgenommen. Ach ja, die Kühlwasserleitung zum Elgena Warmwasserboiler muss natürlich auch noch entfernt werden. Bei Martin in der Schmiede haben wir dann noch einen Spritzschutz über die Räder gebaut, der zum Fahren ohne Kabine ja vorgeschrieben ist. An dieser Stelle auch mal danke an dich, Martin, dafür, dass wir in deiner Schmiede immer schrauben dürfen. Neues Jahr, neues Projekt. Im Januar haben wir den Duo dann zu Bibertec überführt, wo die neue Kabine entstehen wird. Wenn ihr wissen wollt, wie die neue Kabine dann aussieht, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und das Glöckchen zu bimmeln.